Staffelrennen, als alle schon nervös zappelten. Jetzt geht's los! Daria Domracheva führt die 30 besten Frauen dieses Winters ins Stadion von Antholz. Das erste und das zweite Schießen jeweils im Liegendanschlag. 4,5 cm klein ist die Fläche, die es zu treffen gilt. Jede Athletin geht auf die Bahn, die ihrer Startnummer entspricht. Später dann gehen die Führenden auf Bahn 1. Beginnt mit einem Fehler. Neuner hat schon drei, viermal getroffen. Domracheva, Mekkarinen, zwei Fehler. Neuner bleibt fehlerfrei. 93% Trefferquote im Liegendanschlag in den letzten 12 Monaten. Andrea Henkel muss zweimal in die Strafrunde. Tina Bachmann muss einmal in die Runde. Und wir schauen dann auch gleich mal Kaiser Mekkarinen. Ebenfalls zwei Jubel an der Huberalm für die Athleten. Und zwar für alle Athleten, das Biathlon-Publikum. Es ist begeisterungsfähig und international. Natürlich tragen auch solche Gesten wie die von Wolfgang Pichler heute, als er Miriam Gössner da blitzschnell den Ski gab, dazu bei. Und jetzt kommen die drei Führenden zum zweiten Liegenschießen. Slepcová, auch Kuzmina, bleibt ohne Fehler und kann dranbleiben, aber Magdalena Neuner setzt sich so langsam aber sicher ab, auch von den anderen hier. Valentina Semerenko, fehlerfrei. Hatte gerade Geburtstag, ist vor 4 Tagen 26 Jahre alt geworden und Kuzmina jetzt 3 Sekunden hinter Neuner. Das ist Tina Bachmann, die schon 2 Fehler geschossen hat. Und jetzt eben auch weiter zurückfallen wird. Kaiser Mekkarinen schießt einen weiteren Fehler. Also da gehen die Konkurrenten von Magdalena Neuner auf Distanz unfreiwillig. Domracheva ist fehlerfrei geblieben. Und wir schauen aufs Tableau. Neuner vor Kuzmina, 3 Sekunden der Abstand. 17 Sekunden Semerenko. Stark. Anna Buligina wird noch dazu stoßen. In der nächsten Rennen. Übernächsten Woche in Oslo, ist noch gar nicht gelaufen in dieser Saison. Also der hat ein großes Reservoir an starken Athletinnen. Auf 4 und 5 Slepcová und Zaitseva, seine beiden Besten heute. Man verliert als Athlet ja auch dann ein wenig die Orientierung. Hört man auch immer mal wieder, dass Sportler ins Ziel kommen und dann gar nicht wissen, auf welcher Position oder um welche Position sie gekämpft haben. Im Eifer des Gefechts, manchmal kriegen sie es gar nicht mit. Daria Domracheva hier mit der Nummer 2. Ist jetzt schon vorbeigegangen an dieser Verfolgergruppe. Gestern mit der weißrussischen Staffel wurde sie ja Zweite als Schlussläuferin. Schauen Sie, dort rechts kommen die beiden. Und jetzt kommt oben am Bildrand zu sehen die Nächste aus dem Wald. Also das ist schon eine ganz schön große Lücke zu Valentina Semerenko. 20, 21 Sekunden dauert eine Strafrunde, haben wir ausgestoppt in den letzten Tagen. Ja, und das ist sogar schon Daria Domracheva, das ist ja wirklich unglaublich. Die war Zehnte nach dem Schießen. Wie gesagt, 37 Sekunden zurück. Und jetzt ist die Dritte 21 Sekunden hinter der Spitze. Domracheva ist da. So,
So, nicht sauber repetiert. Die leere Hülse, dann hat Magdalena Neuner blitzschnell manuell herausgeworfen. Kuzmina indessen fehlerfrei raus aus der Runde. Und Magdalena Neuner lässt sich nicht beirren. Anders als Tina Bachmann gestern, der etwas Ähnliches passiert. Und die verlor dann ihren Rhythmus. Bleibt Magdalena Neuner, Anastasia Kuzmina nun auf den Fersen. Was machen die anderen? Daria Domracheva trifft auch den letzten, also die geht jetzt direkt hinter Magdalena Neuner auf die vierte Runde. Zaitseva und Slepcova beide fehlerfrei, also da ist noch einiges drin beim letzten Schießen. Thea Gregorin aus Slowenien jetzt ebenfalls fehlerfrei. Sicherlich bei ihrem ersten Weltcup-Einsatz als Schlussläuferin einer Staffel sich dann doch etwas leichter verunsichern ließ. Daria Domracheva hat sich auch sehr konzentriert beim Anschießen, als Magdalena Neuner dann so spät nochmal zum Anschießen zurückkam. Ich erzählte es Ihnen vorhin. War sie gerade dabei, den Schießstand zu verlassen, blieb dann nochmal stehen, guckte sich das an, ließ sich von ihrem deutschen Trainer Klaus Siebert auch nochmal erzählen, was der dann durchs Glas bei den Schüssen von Magdalena Neuner beobachtet hatte. Also auf jede Kleinigkeit wird geachtet. Kuzmina. Und dahinter Magdalena Neuner. Wie beim Verfolgungsrennen bei Olympia 2010. Als dann am Ende Magdalena Neuner das bessere Ende für sich hatte. Olympiasiegerin wurde vor Anastasia Kuzmina. Domracheva 14 Sekunden jetzt dahinter. Es waren 20 nach dem Schießen von den slowenischen Trainern. Und da gibt es nur zwei, Uroš Velepec und Tomáš Kos. Und einer von den beiden würde dann eben da bleiben müssen, um sie zu betreuen. Dann hätten die beim Weltcup eben nur einen Trainer vor Ort. So ist das bei den kleineren Ländern. Die Deutschen im Übrigen nehmen alle Weltcups mit. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Wo bleibt Daria Domracheva? Ja, da kommt sie schon an. Zwölf Sekunden hat sie aus den 20 gemacht, 8 Sekunden pulverisiert. Hat damit hier natürlich noch alle Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Aber Magdalena Neuner hat es selbst in der Hand. Gerald Hönig, jetzt steigt hier die Anspannung natürlich. Sie ist förmlich spürbar, die Leute. Sie stehen dort auf den unteren Reihen, auf den Sitzplätzen. Erheben sie sich, stellen sich auch hin. Jeder will es ganz genau sehen, was jetzt hier passiert im Stadion von Antolz. Neuner, Kuzmina und nur noch wenige Meter dahinter Daria Domracheva. Die Entscheidung in diesem Massenstart. Sie steht vielleicht bevor, vielleicht fällt sie aber auch erst auf der Schlussrunde. Wir sind gespannt. Fehler Kuzmina. Fehler Neuner. Chance für Domracheva. Neuner muss zweimal in die Strafrunde. Was macht Kuzmina? Sie läuft eine Strafrunde. Und was macht Daria Domracheva? Sie lässt sich viel Zeit und sie trifft viermal. Und sie trifft fünfmal. Daria Domracheva ist auf und davon. Große Freude bei Klaus Siebert, dem deutschen Trainer, der ihr diese Sicherheit im Schießen vermittelt hat. Und Magdalena Neuner kreiselt in der Strafrunde. Domracheva jetzt durch die Zwischenzeit und die ist auf und davon. Die ist nicht mehr zu halten. Da sehen wir Klaus Siebert. Domracheva hat den Wettkampf begonnen mit zwei Strafrunden. Danach dreimal null geschossen. Neuner hat ihn beendet mit zwei Strafrunden. Und Domracheva war auf allen Runden immer etwas schneller, hat immer was. Aber da auf diesem langen Anstieg, da kann sie auch noch mal etwas holen. Und dann Richtung Stadion wird es eng. Domracheva, die hat eine entspanntere Schlussrunde als gestern. Andi Birnbacher im Massenstartrennen der Männer, als eine Vierer- und dann eine Fünfergruppe hier um den Sieg kämpfte. Magdalena Neuner saß mit Miriam Gössner daheim auf dem Sofa.
Sagt, wir saßen erst, dann standen wir und haben den Andi angefeuert. Habe ich mir nur gewünscht. Hoffentlich habe ich nicht so eine anstrengende Schlussrunde. Jetzt hat's. Dort kommt Domracheva als Erste aus dem Wald auf dem Weg zu ihrem dritten Saisonsieg, zu ihrem sechsten Weltcupsieg insgesamt. Magdalena Neuner wird das gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup dennoch behalten. Sie hat einen großen Vorsprung, 69 Punkte Vorsprung vor Domracheva. 60 gibt es für einen Sieg, aber auch Neuner punktet ja heute auf jeden Fall hoch. Entweder als Zweite macht sie 54 Punkte oder als Dritte 48. Das wird sich. Kommt jetzt Kuzmina zum Vorschein, während Daria Domracheva sich als Siegerin feiern darf. Kuzmina taucht auf und dort Magdalena Neuner. Mensch, kann sie die noch packen? Daria Domracheva darf die Fahne Weißrusslands ins Ziel tragen. Gestern Zweite mit der Staffel, heute Siegerin des Massenstarts. Herzlichen Glückwunsch an Daria Domracheva und ihren deutschen Trainer, an Klaus Siebert und Kuzmina. Da ist er, Klaus Siebert, auf dem Weg ins Ziel und Kuzmina auch auf der Zielgeraden. Sie konnte sich Magdalena Neuner vom Leib halten. Und dennoch 11. Podestplatz für Magdalena Neuner in dieser Saison. 5 Siege hat sie schon gefeiert. 6-mal ist sie in diesem Moment Dritte gewesen. Servus Lena, ihre Arzt 8. Freut sich, dass sie morgen nach Hause darf. Dass die beiden Besten dieser Saison gemeinsam dort links mit Anastasia Kuzmina. Hat es dann nicht ganz gereicht, dennoch ein dritter Platz, ein starkes Ergebnis abermals. Daria Domracheva also gewinnt vor Kuzmina und Neuner. Und wir wollen mal hören, was Daria Domracheva sagt zu ihrem insgesamt 6. Weltcupsieg. Ja, Daria, pozdravljaju vam, congratulations. You are so strong during the last standing. Sie sind so stark gewesen beim letzten Stehenschießen. Woran haben Sie gedacht? Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe einen Tunnelblick gehabt. Es war mein Kampf, ich gegen die Ziele. Ja, wie Klaus Siebert mir das immer sagt beim Training. Es ist unsere gemeinsame Arbeit. When have you been sure that you will be the winner today? Wann war Ihnen klar, dass Sie heute gewinnen würden? No. I wasn't sure today. Nein, ich war überhaupt nicht sicher. Ich habe mich einfach nur aufs Rennen vorbereitet. Ich wollte gut arbeiten. Es war gute Arbeit, natürlich. Daria, you are in so good shape. What are your aims for the World Championships in Ruhpolding? Was sind Ihre Ziele bei Ihrer guten Form für die WM in Ruhpolding? Ja, ich hoffe, dass ich da auch wieder so eine gute Performance abliefern kann wie jetzt in den letzten Weltcups. Большое спасибо. Vielen Dank.